Jawohl, ihr Kippsnacken da draußen. Kalle hier, du. Guck an, du. Long time no see, wie der Spanier immer sagt, ne? Ja, da ist er wieder. Ja, und lange nicht mehr hier. Weil, ja, ich war jetzt ja auch lange weg. Weil, ja gut. Ja, also mein Anwalt sagt ja, Kalle. Kalle, du sollst da nicht so viel drüber reden, ne? Weil sonst gibt das Ärger oder was, ne? Deswegen freut euch, dass ich mal wieder da bin. Kalle Hansen. Ja, hier. LKW-Fahrer der Herzen. Ja, Weltenbummler. Das bin ich, Kalle Hansen. Ja, ne? Ja, ich soll ja mal hier was machen, weil. Ja, ist ja hier, wie heißt das? Steam Next Fest oder was? Und da gibt es so ganz viele Demos zum Spielen und so. Und dann gibt es, guck mal, hier seht ihr ja auch schon, ne? Irgendwie hier so ein Spiel, das heißt Star Trekker. Und ja, das ist so ein Spiel über mich anscheinend, ne? Ich bin ja so ein Star hier im Internet und unter den Trackern und so, ne? Deswegen spiele ich das ja mal. Würde ich ja sagen, aber pass mal auf, ne? Pass mal auf. Ich nehme das Ganze jetzt ja hier schon zum dritten Mal auf, weil da immer irgendwie was nicht funktioniert hat, irgendwas kaputt war und auch vom Ton her, ne? Da hat der Captain hier mal irgendwas nicht so optimal eingestellt oder was, ne? Guck mal, so, ja. Und dann bin ich mal einmal hier, schön hier am Computer vom Captain da mit meinem Werkzeug mal längs. Und ja, das läuft ja dann jetzt. Hoffe ich dann auch mal, ne? So, ja. Ja, guck mal, ne? Star Trekker, das ist ja auch so ein Spiel, was wir heute spielen, ne? Und ja, das gucken wir uns mal an. Ich kann euch da, pass mal auf, ne? Weil ich das jetzt ja nicht zum ersten Mal spiele. Ich habe das ja schon mal gespielt und dann war das ja nichts und so. Kann ich euch auch heute mal ein bisschen anders und mehr auch darüber erzählen. Was ich ganz gut finde und so an dem Spiel. Und ja. Guck mal, das Ding ist ja auch, ne? Ich habe ja auch Erfahrung mit solchen Spielen oder was, ne? Weil hier, guck mal, ich habe hier On the Road gespielt, damals bei diesem, wie hieß er es, Magneta-Service oder was, von der hier, Deutschen Telekom, ne? Oder was? Und was hatten wir noch? Eurotruck-Simulator. Da bin ich ja auch mal mitgefahren, so. Und das war ja eigentlich ganz gut. So, ne? Weil, guck mal, das Ding ist ja auch, fragt man sich ja auch, was macht hier so ein LKW-Fahrer bei Cloudplay? So, pass mal auf, ich erzähle dir erstmal schnell was, bevor wir hier anfangen oder so, ne? Ich bin ja viel unterwegs und du musst ja gucken, denn auch mit deinen Lenkzeiten und mit deinen Ruhepausen und dann hast du auch mal Stau oder so, ne? Ja. Und dann ist das auch mal so, ne, dass ich dann ja auch, guck mal, dann kann ich ja trotzdem weiterarbeiten, indem ich dann, ja, im Stau sitze oder auf dem Rastplatz und so. Und dann kann ich ja dann auch weiterfahren eigentlich. Ja, mit hier Eurotruck Simulator. Das spiele ich mal ganz gerne hier bei, wie heißt das noch, hier Beer Force Now oder was? Oh, verstehe sie, Bierhosen oder was, ne? Ja, und guck mal, und das hier, den Startracker, den kann ich ja auch unterwegs spielen. Also auch die Demo, wenn ich Bock habe. Das mache ich dann hier über diesen hier Shadow-PC oder so. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Und wenn ihr auch mal so hier Shadow-PC ausprobieren wollt oder was, dann hier, guck mal, ich muss mal hier gucken. Ja, haben wir hier so einen Rabattcode. Promo-Code Cloudplay, da kannst du hier, ja, da kannst du 10 Euro sparen im ersten Monat, sag ich mal. Und das sind ja auch 20 Mark. Da muss man sich mal überlegen. Guck mal, für die 10 Euro, wenn du viel unterwegs bist, du, für 10 Euro, du, da kriegst du am Rastplatz, da kriegst du eine Bifi, vielleicht ein Eis oder so ein Energietrink, ne? Also muss man sich entscheiden von eins von den dreien. Und wenn du Glück hast, dann kannst du das noch mit so einem Sanifair-Coupon da irgendwie verrechnen.
So, guck mal, pass auf. Ne, ich bin ja ready, steady, go. Ich muss jetzt nur hier den Controller nehmen. Und dann drücke ich mal. So, guck mal. Und es dauert, also die Ladezeiten oder was, ne, die dauert ja mal ganz kurz einen Moment hier oder so. So, und heute ist mir das mit dem Ton egal. So hier, ne, guck mal an, du. Das ist Sound. So, wir haben hier Starttracker, Demo oder Option oder so. Wir haben auch Play Demo, ne. So, Gameplay, Repräsenz, Work in Progress. Kann sich ja alles ändern. Ja, ich habe gelesen, oder der Captain hat mir erzählt. Ja. So, hier, jetzt halber hier, halber Mondu. Da kommt hier irgendwie 2024 raus. Guck mal, das ist hier unser, guck mal, das ist unser Moped hier, ne? Unser LKW, ne? Guck mal, der kann fliegen, der hat hier so einen Anhänger dran, so, ne? Schon. Du, das ist schon gar nicht mal so verkehrt. So, pass mal auf, jetzt dampft das hier vorne. Ne? Dass wir jetzt mal hier mal so ein bisschen aussteigen. So, guck mal. Das Geile ist ja hier in dem Spiel, weißt du, das ist ja hier mal, weißt du, das ist ja auch Raumschiff-Simulation oder so. Und guck mal, da muss man auch hier so ein bisschen Ressourcenmanagement und so machen. Ne? Guck mal, du hast hier verschiedene Sicherungen. Da kannst du mit rumspielen. Dann hast du hier, warte mal, pass mal auf, zeige ich dir mal. Ne? Kann ich hier noch nicht machen oder was? Ja, was ist das für ein Scheiß hier? Ja, gut, guck mal, da unten ist unser Generator. Da können wir so verschiedene Sachen reinmachen, so hier Energiezellen oder was. Ne? Haben wir hier so in den, guck mal, hier so in den Containern. Können wir wieder zumachen. Wo haben wir denn die, ja, das sind hier diese Powerzellen oder was? So, kannst du dir vorstellen, wie so eine riesen Batterie, ne? So, jetzt müssen wir erstmal hier unser Autowagen wieder heile machen. So, dann nehmen wir mal den Schub hier. Guck mal, da können wir hier zumachen. Und einmal durchlüften, ne? So, guck an, du. Jetzt können wir hier mal hingehen. Oh, ja. So, hier, pass mal auf, du. Guck mal, da können wir unser Schweißgerät rausholen und machen das einfach wieder dicht, du. Guck an, du. Oh, oi. So, hier, warte mal. Wo ist der? Hallo. Scheiße. Ist der alles auf dem Kopf hier, oder was? Du, stell dir mal vor, da wäre noch VR oder so, ne? Das wäre ja mal was. So, pass auf. So, guck mal, jetzt haben wir das nämlich repariert. Das wird einem jetzt ja hier erstmal so gezeigt, ne? Dass du da so auch so raus kannst und so. Ne? Und hier haben wir jetzt so Energieanzeige und Luftanzeige oder was? Weiß nicht, vielleicht ist es unten rechts auch einfach hier Handyempfang oder so. Ne? Das kann ja auch sein. So, jetzt gehen wir einmal rein. So, hier, yeah, pass auf. Guck mal, das ist auch so schön. Ne? Dann wird der Anzug wieder aufgeladen. Dann kannst du auch mal wieder rausgehen. Weißt du, wenn du mal einen ziehen lässt, dann kennst du ja, ne? Dann stinkt das ja auch so. Gerade wenn es ja vielleicht noch irgendwie gammelige Currywurst vorher gab oder ein Döner oder so, ne? Dann muffelt das ja auch immer. Ne? So, pass auf. Jetzt setzen wir uns mal wieder hier rein.
So, driving, press ET to accelerate using the main thrusters to brake and reverse, press LT. Use LS to fire maneuvering thrusters and turn the track. Use LB and RB to left and right. You can switch to an external view by pressing now home. So. All patched up? Good. I guess you were heading Atlas Prime on the job. Well, just a quick heads up, but that gate's been real temperamental as of late. Lucky for you, the repair drones are busy fixing it as we speak. I reckon by the time you reach it, they'll have it up and running again. Ja, guck mal, irgendwer ist hier kaputt und die reparieren er oder so. Da kannst du mal sehen, du sehr. Guck mal, im Weltraum läuft das besser als auf der Autobahn, ne? Man muss sich ja mal vorstellen, wenn da irgendwie die. Wenn da was kaputt ist, so, dann sind ja 3 Jahre mit beschäftigt. Gestern mal irgendwie wieder frisch zu machen, ne? So, pass auf. Damit wir auch nicht so lange unterwegs sind, oder was? Gibt es jetzt ja hier diese Jump-Gates, cool, das wird uns ja gleich auch noch mal gezeigt. Pass mal auf, du. So, was ist nun? So, pass auf, guck mal, ne? Da sind die Jump-Gates und Jump-Gates allow you to move between locations within the galaxy. With your track correctly alignet, the gate will automatically power up. Uns all geht leiser green, use the lever above you, make a jump. So, pass auf. Jetzt lädt er erstmal hier schön auf. So, ne, guck mal. Jetzt ist er ready, steady go. Guck mal, haben wir hier. Guck mal, hier, du. Radium haben wir auch. So, wo ist denn jetzt der. Da, guck mal, da ist der Hebel. Den machen wir erstmal. Du, oder geht das aber ab, du? Guck mal hier die Tachonadel, du, wie die zittert. Das läuft, du. Das läuft. Dann habe ich das jetzt mal auf der A7 geschafft, du. So, pass auf, guck mal, wir haben jetzt auch hier verschiedene Anzeigen. So, ne, hier, guck mal, was will er jetzt hier? Dropzone ist. Drive your cargo to its designated Dropzone to complete the Haulage contract. The Dropzone will change color to indicate the trailer is within the safe area, ne? Das ist schon mal gut. So, aber pass auf, guck mal, jetzt hast du hier nämlich verschiedene Anzeigen. Auch einmal hier von deinen Energiedingern da. Ja, und dann kannst du hier mal durchgehen, guck mal, dann siehst du auch, wie viel Luft du noch hast oder was. Dann haben wir noch verschiedene Kameras, ist ja auch gut. So, und das gleiche haben wir auch hier. Ne, das ist ja die gleiche Anzeige, hallo. So, auch noch ein bisschen anders. Ne, guck mal hier, da steht auch, ne, ist ja noch alles heile oder so. Huch. Haben wir hier noch Truckstatus? Guck mal, ist auch noch alles in Ordnung, ist noch nichts kaputt oder so. Ne, dass unsere Systeme oder was auch funktionieren. Und auch hier noch ein paar Kameras. So, so wir gehen mal zur Dropzone. Highway to the Dropzone. Na, 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 Highway to the Dropzone. Na, 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 na. Ja, ihr seht, der Kalle, das Lied ging ein bisschen anders als mir, aber egal, du. Ich arbeite gerade am ersten Musikalbum, du. So, was haben wir hier? Eine Warnmeldung im Dashboard oder was? Guck mal hier. So, pass mal auf, ne? Jetzt machen wir ganz easy peasy, du. Ganz geschmeidig. So, yeah. Hallo. So, schön langsam. So. So, hier, guck an, du. Vorne noch ein Stück. Pass auf, der wäre gleich grün, du. Und wenn er grün ist, oh, ganz langsam. So, pass mal auf, jetzt bremsen wir.
So, turn off your tracks, my magnetic lock system to unhitch from trailers. This can be done by using the maglock lever inside the cab. Make sure the entire trailer comes to the surface in the high lighted area. Or you won't get paid. Aber dann steige ich aber aus, du. Dann gibt's aber Schelle, du. Kalle fällt ja nun mal nicht hier umsonst, du. So. Geil, Early Delivery auch noch. Guck dir das mal an, du, das gibt Kohle. So hier. Confirm. Great job. Payments should already be with you. But if you feel like spending some of that hard-earned cash, just head on over to Palmview Station. Du, pass auf, das machen wir auch mal. A few jobs on the board and the best home cook for your protein this side of Alpha Centauri. So, pass mal auf, du. Das machen wir jetzt mal. Und dann machen wir auch gleich erstmal was anderes, als das, was ich... Was will er denn jetzt hier, du? This is Barrow. Go ahead. What can I do for you, mate? I'm looking for info on the express gates. Last I heard, it was a parking lot out there. Oh, now we're in the galaxy, you hear that? Clear out here as far as the eye can see. Heard it from Dusty Bear, our own set of apple ears. So, guck mal, wir machen CB-Radio mit dabei, ne? Wenn ihr mich mal aufrufen wollt, dann sagt ihr einfach hier, König Kelly, bist du auf Empfang, oder was? Manchmal antworte ich auch. So, interact with the fellow trackers by using CB-Radio. If you see the symbol from the radio, pick up the mic. Hold RT to view all list of responses and press XY to select reply. Oh, it's just a coffee break, Eddie. Ain't no one out here with us anyway. Guck mal, das ist hier oben. Aber pass mal auf, das ist ja auch jetzt hier. Guck mal, ich spiele das jetzt hier mit so einem Controller. Und wenn ich jetzt gleich den Controller habe, dann muss ich ja RT drücken oder was zum hier zum Gas geben. Drücke ich das ja schon und dann muss ich das aber auch drücken, um hier irgendwie zu antworten. So, docking, use the docking camera to allow you to track with the docking bay maneuver close enough in the maglock system will become available. When you're in position, pull the maglock lever to lock with the target. Ja, was machen wir aber gleich, du? Ich muss jetzt erstmal zur Tankstelle. Pass mal auf, du. Das machen wir mal als erstes, weil das haben wir nicht beim letzten Mal gar nicht gemacht. Guck mal, dann habe ich ja auch mal hier jetzt was gemacht, was ich irgendwie beim letzten Mal noch gar nicht gemacht habe. Das ist auch was Neues für mich dann, oder was? So, wir gucken uns mal. Guck mal, ich mache ja auch gerne mal so Raststätten mir mal angucken, ne? Aber das ist ja... Guck mal, selbst im Weltraum oder was, ne? Da kannst du dann nirgendwo mal aufsteigen, dir mal die Beine strengen oder so. Oder mal eine schöne Currywurst essen. So, pass auf. Wollen wir mal tanken? So, was ist denn jetzt hier los? So, fill the track with fuel, kostet 380 Mark. Machen wir. Guck mal, ist aufgeladen. So, Gott. Ey, können wir Looping fliegen, oder was? Oh, Kalle, du, guck an. Kalle fliegen Looping. Oh, jetzt schön hier einen wegdrehen. Guck dir das an, du. Guck dir das an.
geile Sache, du. Du, das letzte Mal, als ich das mit meiner Maschine versucht habe, du, da habe ich mit einer Vollsperrung auf einer A3 gesorgt, du. Jo, war aber nichts los, nichts passiert, so, ne, sag mal so, ne, Kalle kann das. So, hier. Das Schöne ist ja auch, ne, guck mal, das ist ja hier, auch, ne, guck mal, das ist LKW-Simulation und hier Flugsimulation. Und ich habe mir ja sorgen lassen, hier mein Freund Bananenbodo, hier, wie heißt er, Chikibonik, der macht das ja einfach auch mal ganz gerne, ne, diese Flugsimulation. Dann soll er sich da mal hier, dann kann man doch ja mal hier, weiß ich nicht mal, zusammen eine schöne Runde fliegen oder was. So, Power Level 7 Lower Exhausted for One or More of your Track Systems. Be sure to replace Power Cells at regular intervals to prevent System Failures, Job Delays and Deaths. Oh, und Kalle kriegst du nicht so schnell kaputt, du. Aber was machen wir gleich mal. Pass auf, zeig ich dir. Jetzt haben wir hier erstmal leichte Navigationsprobleme. Du, pass mal auf. Wir machen jetzt auch mal Folgendes. So, hier, pass auf. Pass auf, jetzt kann ich dir das ja mal zeigen, ne? So, machen wir mal hier die Treppen hoch. So, guck mal, hier haben wir so Power 18. Das ist schlecht, ne? Weil wir brauchen mehr Power. So, mach mal auf hier. So, dann nehmen wir mal. Nehmen wir mal so ein Gerät hier, so ein Moped. Machen wir mal zur Seite. Und pass mal auf, du, ne? Jetzt kommt das Geile. Jetzt nehmen wir mal so diese Powerzelle raus, ne? Da hat das Raumschiff hier, der trägt ja auch gar nichts mehr ins System oder so. Und pass mal auf. Oh, hier. Schwerkraft. Ne, Artificial Gravity. So, it looks like your gravity compensator is offline. Oh, wieder hier kein Internet oder was? Movement around your cap will be impacted and damage is likely occur to poorly stowed items. So, wenn hier was rumfliegt, hast du Pech, ne? Kriegst du das noch die Birne. So, jetzt sind wir mal hier so einen neuen Abarillo. Und machen mal die Batterie hier rein. So. Guck mal, schon löppt das wieder, du, ne? Ja, guck mal, ne? Muss man auch immer dabei haben, weil sonst hast du ein Problem, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, weil hier ja schon so. Wo müssen wir denn hin? So, hier, Dockenbad. Da sind wir hier. So. Ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwie richtig ausgerichtet sind oder so, aber. Wir merken das ja. Schön hier rückwärts reinfliegen. Ich habe das ja schon mal gemacht, ne? Genau. Schon hier gegensteuern oder was? Oh. So hier. Nee, warte mal, was war drehen oder was? Andere Richtung. Ja, hier haben wir ein bisschen höher, ne? Oh, oh. So, hier, guck mal, da hast du nämlich auch die Kamera dazu, sein Maglock. Und guck mal, da muss ich ja auch immer so ein bisschen umdenken. So, guck mal hier, du, kann man doch jetzt nicht mal. So, guck mal, das nimmt der, du. Kalle! So, hier sind wir bei den Jobboards, oder was? Guck mal hier, Jobboards provide a list of contracts available in the local area. As you current efficient, nee, certification skills, the list will expand, giving you access to new job types and cargo to haul. Keep in mind that bonuses and deductions will differ between job types and harsh penalties will be issued for abandoning hauls or cancelling a job. So, pass mal auf. So, wir nehmen mal den hier gleich. Wir haben den Automotive Scrap Rush Delivery. Klingt gut, ne? Weil Rush kann ich. Ich bin ja immer in Rush.
So, hier haben wir das. Und dann gehen wir mal hier raus. So, pass auf. Jetzt haben wir das. So, pick up Automotivgruppen. Was? Wo willst du hin? Go to Sektor. Automotive Scrap from Bay. Hä, wo will er mich denn jetzt hier? Yeah. Haben wir doch, oder was? Was will er denn jetzt hier? Das habe ich auch irgendwie schon beim letzten Mal nicht verstanden. So, Pay by Automotive Scrap from the B. Ja, wo will er mich denn da jetzt Cargo? Ach, guck an, du. Machen wir erstmal so. Da will er mich hinhaben. Ja, aber das ist auch so eine Sache, weißt du, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, guck mal, ne? Weil, wenn du da so reinfließt und dich so andockst oder so, weißt du, dann musst du doch deine Ware da irgendwie mitkriegen. Und jetzt musst du dann aber sagen, so, nee, guck mal an, ich fahre jetzt doch woanders hin, oder? Und das sah ja gerade so aus, als wenn du das so mitkriegen würdest. So, pass mal auf, so, mal gucken. Oh, nö. So, hier, pass auf. Switch to your talking camera and approach carefully. Once you are within range in the line correctly, use a maglock lever to hitch the trailer. Ja, gut, hier, pass auf. Aber deswegen habt ihr ja Kalle Hansen. Weil der das ja so richtig lässig kann. Pass auf. Ich zeige euch das mal, wie das geht hier. So, guck mal hier. Ne, machen wir schön den Rückwärtsgang rein. Oh. Oh mein Gott, du, der ist ja zickiger als meine Ex-Frau. So. So, kann ich mich jetzt hier erwähnen? Zählt er schon? Kalle kann das so. Guck an! So, pass auf, jetzt müssen wir zu Medusa 6. Ich weiß gar nicht, ob ich da hin will, weil ich kenne die ersten 5 ja gar nicht. So, warte mal, wo ist der Scheiße? Medusa 6. Komm ich hier hin? Hallo, ist er denn? Vorhin hatte er den doch noch. So, hier, pass mal auf, du. Da oben. Da wollen wir hin. So, ich sag dir eins, ne? Kalle braucht keine Straßen. Vor mir gar nicht im Weltall, du! So, wo ist er denn? Wo ist er denn? So. Guck mal hier, du Tank ist voll und so. Ja, ich würde ja gerne Musik anmachen oder was, ne? Aber dann ist ja hier wahrscheinlich auch wieder Copyright oder so, ne? Weil YouTube macht das auch nicht so gerne, wenn da dann hier irgendwie Musik läuft oder so. So weiß ich nicht, Tom Astor oder hier Gunnar Gabriel oder ne? Die hier die guten Musik gemacht haben für uns LKW, für uns Tragger. Und ich bin ja Stautrager sogar hier. So, Medusa 6. Wir müssen ein bisschen langsam hier ran, weil das ist ja ein Stoppschild. So. Stop your track. If you're having trouble, make sure you're facing towards the guard and use the stop signs to align yourself. Stay inactive until you get clearance. So. Pass auf. Bremsen. Bremsen. Ich glaube, da waren wir ein bisschen zu schnell unterwegs. Wa? Oh, 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 oh. Jo, ich sag mal so, das war knapp. Nee, so, wo ist denn hier der Stoppschild? Du, pass mal an, das war jetzt hier so ein bisschen. Ja. So.
Hallo. Der bricht ja auch immer wieder ab, oder was, ne? So, wer ist jetzt hier, du? Hallo. Will ihr mich verarschen oder was? Du, ich steig gleich mal aus und hau dir einen auf den Nacken, du. Oh gut, wir sehen das ja auch ein bisschen hoch oder was? Oh, dann gehen wir mal ein bisschen runter. Pass auf! Mach an hier! Komm hier, du! Oh, Leute! So, pass mal auf hier, wir fliegen jetzt mal kurze Ehrenrunde oder was, einfach mal, um hier vielleicht nochmal auf ein gutes Level zu kommen hier, ne? Weil vielleicht nachher das ja nicht, dass ich hier so geil von oben rankomme oder so. Ist ja auch schon ein bisschen schwierig hier zu lenken, so, ne? Das muss man ja mal sagen. Pass mal auf. So, hier konnte ich nicht mal. So, hier schön. So, pass auf, jetzt versuchen wir mal umzudrehen. So, hier, guck, nee. So, pass mal auf, du. Oh, jetzt guck dir mal die Schweine an, du. Die haben die Verkehrsschilder verkehrt rum aufgehängt. Was soll das denn hier? Oh, bremsen. Die haben einfach die Schilder so verkehrt rum aufgehängt, du. Was soll der Scheiß hier? Ja, hier. Keine Regel für euch, du. Kalle lässt euch nicht alleine. Automated checkpoint inspection. Please be patient while security drones check for compliance. Jo, ich halte ja schon an, Herr Wachtmeister. So, hier, Hände hoch. Und dann du. Danke, du Arm. Huch. So. Und grüß schön hier. Ne, dann fragen wir meine Kinder von mir. So, wo sollen wir denn hin hier? Ich habe hier noch keine Ahnung. Da ist die Dropzone. Da sollen wir hin, oder was? Guck mal, machen wir das doch. So, hier. Guck mal, hier sieht man ja auch mal schön so ein bisschen, ne? Guck mal, es gibt hier ja auch so eine Karte, ne? Guck mal hier, die kannst du freischalten nachher so, ne? Und das sieht ja auch groß aus, ne? Ja, aber guck mal, das ist ja auch eigentlich so, wenn du sagst, ne, du spielst hier, wie heißt das? Euro Truck Simulator, oder? Und hier mit so ein bisschen Raumschiff-Gedödel. Das ist schon eigentlich ein gaggiges, so eine gaggige Sache hier. So. Sag ich, wie es ist.
Wäre natürlich noch irgendwie richtig schön, wenn wir das vielleicht noch mal so mit anderen Leuten spielen können oder so. Ne? So, pass auf, wir nehmen mal eine Abkürzung. Kalle kennt eine Abkürzung. So, hier. Die ist mein Vater damals schon gefahren, ne? So, pass auf. Albert, wollen wir uns jetzt hier, ne? So. Was scheiße, wo wollte ich denn jetzt? Hallo? So, warte mal. Jetzt, oh, auch scheiße, jetzt habe ich mich verfahren. So, wir sind jetzt hier, wo sollen wir denn hin? So, warte. So, etwas 3. Wo sind jetzt hier? Da, da wollen wir hin. Guck mal, einfach nicht geguckt oder so, ne? Dann hast du dich schon verfahren. Aber das Geile ist ja, Kalle hat ja einen guten Orientierungssinn. Ich finde immer den Weg. Meistens. So, hier. So, jetzt müssen wir immer irgendwie hier, ich glaube, kleine, oder pass auf, wir machen das mal langsam. Pass auf, wir machen das mal langsam, dass hier auch irgendwie, pass auf, nichts kaputt geht, ne? Weil das ist doch nicht gut. Weißt du, dann meckern die wieder mit mir rum, dann sagen sie wieder Kalle, irgendwo sind die Videorekorder Schrott oder so, ne? Jetzt machen wir mal die Ansicht. Ist gerade ein bisschen komfortabler. So. Pass mal auf, wir kriegen das so heilig hier rein. Ich sag euch das. Bremsen. Bremsen. So. Oh. Aber wir sind auch nicht ganz drin hier oder so, ne? Yeah, jetzt gucken wir, jetzt können wir das mal hier abmachen. Drop off. Heute noch mehr. So, Early Delivery, du. Early Delivery. Kalle ist immer pünktlich. Meistens, sorry immer. Ne? So, continue. Geile Sache, du, guck an, du. Oh, hier, guck an. Haben wir auch hier so ein Skill-Tree oder was? Was haben wir denn? Pass mal auf. Hier, Skill-Points. Was können wir denn machen? Just-in-Time-Jobs. Unlock-Jobs with tight deadlines. Oder Fraggle-Loads. Ja, oh, das ist jetzt aber auch hier, guck mal, das ist ja auch hier wie bei Eurotrack Simulator, ne? Da kriegst du ja auch deine Erfahrungspunkte oder was und kannst sie dann eigentlich auch in so einem Zeug hier anlegen, damit du mehr Jobs freigeschaltet kriegst, ne? Guck mal, so, yeah, aber ich bin ja pünktlich, deswegen machen wir das mal. So, just in time is an inventory management method in which goods are received from suppliers only as they are needed. Arrive too early and the drop location will not be ready for you. Arrive too locate too late and you'll hold up future deliveries and incur a deduction by planning maintenance, full stops and other day-to-day activities around just-in-time jobs. You will be able to maintain minimal downtime between jobs. Ja, confirm. Geil. So. So, wir können quasi jetzt hier noch weiter spielen, so, ne? Das hier so ein bisschen erforschen. Und hier die Demo, guck mal, die können wir durchspielen, so, bis wir jetzt noch irgendwie noch dreimal hochgelevelt sind, ne? Das können wir jetzt machen und dann ist die Demo ja auch zu Ende, so, ne? Ja, das ist Space Truckers. Nee, halt. Ich sag immer Space Truckers, ne? Aber es ist ja gar nicht Space, das ist ja Star Trucker.
Kann man sich eigentlich gut merken, weil es so ein Spiel ist über mich. Kalle Hansen. Kalle! Oh. Nee, hier an sich geiles Prinzip so. Ich finde auch, dass er hier mit diesem Management da, weißt du, hier mit den Ressourcen da von einem Raumschiff-Moped da, ganz geil. Nee, ist aber ein bisschen was anderes. Aber man sieht ja schon auch, du, das hat so ein bisschen abgeguckt bei Eurotrack-Simulator, ne? Auch hier mit dem, hier da mit den Erfahrungsgelöde oder was? Weil das haben die ja auch eigentlich genauso. Dass man da sagt, du, da kannst du noch andere Jobs freischalten und so. Oder dass dir da bei den Jobs da irgendwie mehr Belohnung bei rumkommt oder so. Nee, aber an sich finde ich das mal ein gaggiges Prinzip, du. Nee, da hast du Weltraum und LKW irgendwie so in einem. Und ich glaube, das kann da was werden. Vielleicht nicht so kultig und so langlebig wie Eurotrack Simulator. Ne, aber wenn du überlegst, wie alt der Eurotrack Simulator da schon ist, ne? Und da gibt es ja immer neue Sachen für. Und auch hier die Community da von den Eurotrack-Gelöde da, ne? Das, die sind ja fleißig. Die machen ja auch was. Und von daher, ne, haben wir ja so neue Spiele, was das angeht, vom Genre, vom Genre da, nee, Genre, ne, Genre, sagt der Spanier immer, ne, Genre, hat das ein bisschen, hat das vielleicht nicht so ganz einfach, so, aber cooler Titel, vielleicht sogar noch hier mit Multiplayer oder was, das wäre ja nochmal so optimal. Und ja, wenn ihr das selber spielen wollt, ich weiß gar nicht, wie lange es die Demo noch gibt, so. Ja, der Captain, der haut euch ja hier den Link da irgendwie für die Steam-Seite da mit rein. Und wenn es die Demo da länger gibt, dann guckt ihr euch das mal selber an und lässt mal einen fliegen, ne? Ja. Ja, ich verkriech mich jetzt erstmal wieder und sag vielen Dank fürs Zuschauen. Aber wenn man zuschauen und zusehen zusammen sagen will. Ja, ne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Kalle Hansen, LKW-Fahrer der Herzen- und Weltenbummler. Und ja, also warte mal, was der Captain sagt noch immer hier, ich soll sagen, hier am besten nochmal irgendwie einen Daumen nach oben machen oder so, wenn ihr habt auch zwei. Und ja, gerne auch Kanal abonnieren und so. Schreibt mal was in die Kommentare rein, wenn ihr Kalle grüßen wollt oder so. Ne, freue ich mich ja auch immer. Ne? Oder eure Tante aus Düsseldorf oder so. Ja, ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten und vielleicht sieht man sich bald ja mal wieder. Euer Kalle Hansen. Tschüssi.